herzlich willkommen bei Hanuman at Home. Ich bin Luisa, das ist Lenia. Wir machen heute zusammen einen Detox-Flow, werden uns sehr viel bewegen in alle richtigen Twisten, so ein bisschen die negativen Gedanken und vielleicht auch alles, was euch momentan so ein bisschen beschäftigt, daheim loszulassen und ein bisschen neue Energie sammeln. Wir fangen gerade im Sitzen an. Dann schaut, dass ihr aufrecht könnt sitzen, könnt die Hände auf die Oberschenkel legen, Schultern zurückrollen und dann die Augen für einen Moment schließen. Dann am Anfang mal den Atem ganz natürlich fließen lassen, gar nicht verändern. Dann nehmt auch einfach mal einen kurzen Moment, um hier auf der Matte anzukommen. Beobachtet, wie ihr euch gerade fühlt, körperlich, aber auch mental. Wenn wir twisten, können wir sehr viel von den Sachen, die in uns sind, die uns vielleicht auch beschäftigen, vielleicht auch negative Gedanken oder Angst loslassen und ein bisschen neue Energie in den Körper bringen, ein bisschen neue Sauerstoff. Und vielleicht ist die Situation für euch momentan auch nicht gerade so einfach. Vielleicht sind ihr am Homeoffice machen. Vielleicht habt ihr nicht mehr so viel Bewegung wie sonst. Vielleicht stresst euch auch allgemein die Situation mit. Und wir versuchen jetzt, das wirklich alles so ein bisschen in den Hinterkopf zu schieben. Euch einfach 60 Minuten für euch nehmen, euch etwas Gutes tun. So, dass ihr nachher mit einem guten Gefühl von der Matte weg könnt gehen. Und den Rest vom Tag geniessen. Und fangen dann mal an, den Atem ein bisschen zu vertiefen. Tönt tief einschnaufen durch die Nase, 3 bis 5 Sekunden. Und tief ausschnaufen durch die Nase, 3 bis 5 Sekunden. Versucht jetzt wirklich den ganzen Fokus auf euren Atem zu bringen. Aufkommende Gedanken einfach wieder wegsenden. Ihr könnt sie zwar wahrnehmen, aber versuchen ihnen nicht nachzugehen. Es ist ganz normal, dass dann während der Stunde immer wieder Gedanken aufkommen. Versuchen dann aber jeweils wieder ganz bewusst zum Atem zurückzukehren. Ich werde auch während der Stunde auch immer wieder an den Atem erinnern. Ich werde immer verschiedene Optionen geben. Lenia wird immer zuerst in die einfachste Variante gehen. Und ihr könnt jedes Mal auch dort bleiben. Und wer möchte, kann dann auch noch weitergehen. Nehmt euch auch Pause, wenn ihr Pause braucht. Macht das wirklich zu eurer eigenen Praxis. Ihr könnt eine tiefe Atem beibehalten. Langsam die Augen öffnen, mit dem Einatmen die Arme nach oben ziehen, lang machen und ausschnaufen, Seitbänder nach rechts, rechte Hand auf den Boden, linke Arm am Ohr entlang ziehen. Und vielleicht den Blick schräg nach oben nehmen, nehmen die rechte Schulter vom Ohr weg und beide Sitzbeine immer noch gut auf dem Boden oder wenn ihr auf dem Block sitzt, auf dem Block verankern. Einschnaufen zurück in die Mitte. Ausschnaufen geht man gerade im Twist nach rechts. Linke Hand, rechte Oberschenkel, rechte Hand hinter euch. Dann mit dem Einschnaufen nochmal das Brustbein anheben, Länge finden im Rücken, mit dem Ausschnaufen ein bisschen tiefer twisten. Einschnaufen zurück in die Mitte, beide Arme nach oben ziehen. Ausschnaufen Seitbänder nach links. Linke Hand zum Boden, rechte Arm am Ohr entlang ziehen. Dann auch hier das Brustbein zur Decke aufdrehen, vielleicht den Blick schräg nach oben nehmen. Linke Schulter von den Ohren wegbringen, beide Sitzbeine gut verankern. Einschnaufen zurück in die Mitte, die Arme nach oben ziehen. Ausschnaufen Twist nach links. Einschnaufen das Brustbein anheben. Ausschnaufen noch ein bisschen tiefer in den Twist reingehen. Einschnaufen zurück in die Mitte, beide Arme nach oben ziehen. Beim Ausschnaufen die Hände vor euch abstellen. Kommen dann auf alle Vieren.
Wenn ihr locker habt, könnt ihr ihn zur Seite nehmen, sodass ihr ihn später griffbereit habt. Nehmt die Handgelenk unter die Schulter, Knie unter die Hüfte, Finger gut aufwachen, leichte Bauchspannung geben, mit dem Ausschnaufen einen runden Rücken, einen Katzenbuckel, die Hände in die Matte schieben, einschnaufen das Brustbein anheben, Rücken durchbeugen. Ausschnaufen zurück in runden Rücken, Katzenbuckel. Einschnaufen das Brustbein anheben. Dann ein paar Mal für euch im eigenen Tempo. Wer will, kann auch Kreisbewegungen machen und den Rippenbogen zusätzlich nach rechts und links nehmen, so wie es die Lenya macht. Und wenn ihr Kreis macht, und mal die Richtung wechseln. Geht ein paar Mal in die andere Richtung. Und dann kommt mit dem nächsten Einatmen zurück in eine neutrale Stellung. Zieht von hier den rechten Arm nach oben, Blick auf zu den Fingerspitzen, versucht die Schulter übereinander zu bringen. Ausschnaufen, Twist nach links, rechte Arm unten durchziehen. Geht gerade mit dem Atem einschnaufen, den rechten Arm hochziehen. Zurücklehnen, ausschnaufen, Twist nach links, noch einmal. Einschnaufen, den rechten Arm hochziehen, zurücklehnen. Ausschnaufen, Twist nach links. Können diesmal die Schulter und den Kopf ablegen. Rollt die linke Schulter über die rechte, öffnet das Brustbein zur Seite. Wer will, kann von hier den linken Arm nach vorne und nach rechts ausstrecken. Vielleicht die ganze Handfläche wieder dort abstellen und den Boden wie von euch wegschieben. Behaltet aber die Öffnung in der Brust. Könnt ihr bleiben. Wer Balance herausfordern möchte, kann mal versuchen, das linke Bein nach hinten auszustrecken. Ganz langsam kontrolliert. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ihr zur Seite rollt. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Von hier langsam das Knie wieder ablegen. Die linke Hand wieder zurücknehmen unter die Schulter. Einschnaufen, den rechten Arm nochmal hochziehen. Schulter übereinander, Blick auf zu den Fingerspitzen, lehnen zurück. Ausschnaufen, zurückkommen auf alle vier Wechselseiten. Einschnaufen, den linken Arm hochziehen. Blick nach oben. Ausschnaufen, Twist nach rechts. Einschnaufen, linke Arm hochziehen. Ausschnaufen, Twist nach rechts. Gehen noch einmal. Einschnaufen, linke Arm hochziehen. Und ausschnaufen, Twist nach rechts. Bleiben hier Schulter und Kopf ablegen. Zuerst mal die linke Schulter über die rechte Rolle. Wer will, kann dann auch den Arm nach vorne ausstrecken. Vielleicht ein bisschen nach links über die Hand nehmen. Das Brustbein zur Seite öffnen. Wer auf der anderen Seite die Balance gesucht hat, kann auch hier wieder das Bein ausstrecken. Langsam kontrolliert gehen und das Bein dann wirklich ganz strecken. Ausschnaufen, bringt dann das Knie wieder zurück auf die Matte, wenn ihr in der Balance sind. Die rechte Hand unter die Schulter. Einschnaufen, den linken Arm nach oben ziehen, nochmal zurück, lehnen Schulter übereinander, Blick auf zu den Fingerspitzen. Ausschnaufen, zurückkommen. Auf alle vier. Nehmt von hier die Hände ein paar Zentimeter nach vorne, stellt die Zehen auf und schiebt euch den ersten Hund, der gegen runter schaut. Macht um, was sich gut anfühlt in eurem ersten Hund. Vielleicht Laufbewegung an Ort und Stelle, vielleicht über die Zehen rollen, Kopf ausschütteln, was ihr da braucht. Vielleicht wollt ihr auch einfach in der Position bleiben. Schaut, dass ihr alle 10 Finger gut in die Matte schiebt. Die Finger sind fest aufgefächert, können die Zeigefinger auch leicht nach außen drehen, sodass ihr Platz habt im Schulterbereich. Sitzbeinhöcke nach oben schicken. Wenn ihr im Unterrücken rundet, dann die Beine beugen. Und lasst die Fasen Richtung Matte sinken. Einschnaufen nach vorne kommen, hohes Brett, Schulter über die Handgelenk. Ausschnaufen langsam kontrolliert absenken, könnt bei der ersten Runde ja zuerst Knie ablegen, wenn ihr die Zehen lösen wollt. Einschnaufen, Kobra, Schulter zurückrollen, Ellbogen an. Ausschnaufen, Hund, der gegen runter schaut. Gehen gerade noch durch eine Vinyasa. Einschnaufen, hohes Brett. Ausschnaufen, absenken, langsam kontrolliert. Zehen lösen, einschnaufen, Kobra, behaltet Ellbogen drinnen. Ausschnaufen, Hund, der gegen runter schaut. Sitzbeinhöcke gerade wieder nach oben schicken. Ihr dürft während dem Flow die Vinyasas auch immer weglassen. Wenn euch
zu viel warten würde und einfach direkt in den Hund gehen. Einschnaufen den Blick nach vorne zu den Händen und ausschnaufen das erste Mal noch einen kleinen Schritt nach vorne machen am vorderen Mattenrand. Einschnaufen das Brustbein anheben, flachen Rücken, ausschnaufen nach vorne, absenken. Gerade noch einmal einschnaufen, flachen Rücken, Brustbein anheben, vielleicht müssen die Beine ein bisschen beugen, ausschnaufen nach vorne, absenken. Einschnaufen die Arme über die Seite hochziehen, hochholen. Ausschnaufen, Bergposition, Tadasana. Nehmen die grossen Zehen zueinander. Einschnaufen, die Arme nach oben ziehen. Beine leicht beugen. Ausschnaufen, nach vorne abtauchen. Mit flachem Rücken, die Hände auf die Matte. Einschnaufen, rechte Fuß weit nach hinten zurückstellen. Das Brustbein gerade wieder anheben, sobald ihr landet. Ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend. Einschnaufen, hohes Brett. Schulter über die Handgelenk, ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra, ausschnaufen, Dämmerung. Einschnaufen, das rechte Bein hochziehen, Down Dog Split, sind die Zehen offen zur Decke, linke Fersen Richtung Matte sinken lassen. Ausschnaufen, rechte Fuß nach vorne stellen, Fußgelenk und das Knie. Einschnaufen, das Brustbein anheben, langer Rücken. Ausschnaufen vorne schliessen, linke Fuß zum rechten. Führen stellen. Einschnaufen die Arme über die Seite hochziehen. Beine leicht beugen, ausschnaufen nach vorne. Abtauchen. Einschnaufen den linken Fuß weit nach hinten zurückstellen, das Brustbein gerade wieder anheben. Ausschnaufen Hund, wo gegen Abend. Einschnaufen hohes Brett. Ausschnaufen absenken. Einschnaufen, Kobra, ausschnaufen, Down Dog. Einschnaufen, links bei hoch, Down Dog Split, sind Zehen offen zur Decke. Rechte Ferse Richtung Matte sinken lassen. Ausschnaufen, linke Fuß nach vorne, Fußgelenk unter das Knie. Einschnaufen, Brustbein anheben, langer Rücken. Ausschnaufen, vorne schliessen, rechte Fuß zum linken, vorne stellen. Einschnaufen, die Arme über die Seite hochziehen, hoch, hoch. Ausschnaufen, Bergposition, Tadasana. Einschnaufen, Arm nach oben. Beine leicht beugen, ausschnaufen nach vorne. Abtauchen, Hand auf die Matte. Einschnaufen, rechte Fuß weit nach hinten zurückstellen, das Brustbein gerade wieder anheben. Ausschnaufen, Hund, wo gegen oben. Einschnaufen, hohes Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Down Dog. Einschnaufen, rechts Bein hoch, Down Dog Split. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte öffnen, ziehen das Knie weit nach oben. Lassen die linke Ferse Richtung Matte sinken. Und schauen jetzt wirklich, dass die Schultern auf der gleichen Höhe sind. Die rechte Schulter wahrscheinlich noch ein bisschen mehr absenken. Sodass ihr den maximalen Twist in eurer Wirbelsäule habt. Ausschnaufen, den rechten Fuß nach vorne stellen, Fußgelenk unter das Knie. Einschnaufen, das Brustbein anheben. Ausschnaufen, rotiert die Winkel, linke Hand auf die Matte, rechte Arm nach oben ziehen. Das hintere Bein gestreckt, schickt die Fersen nach hinten. Versucht auch hier die Hüfte parallel zu behalten. Die rechte Hüfte vielleicht ein bisschen absenken, dafür die linke Hüfte ein bisschen höher bringen. Die Schultern übereinander. Vielleicht sogar die rechte Schulter noch ein bisschen weiter zurück als die linke nehmen. Wer mag, nimmt den Blick auf zu den Fingerspitzen. Für einen Einatmen nochmal richtig zurücklehnen. Ausschnaufen, rechte Hand auf die Matte. Einschnaufen, das Brustbein anheben, auf die Fingerspitzen kommen. Ausschnaufen, vorne schließen. Linke Fuß zum rechten, führen stellen. Einschnaufen, die Arme über die Seite hochziehen. Beine leicht beugen. Ausschnaufen, nach vorne. Abtauchen. Einschnaufen, den linken Fuß weit zurückstellen, das Brustbein gerade da anheben. Ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend. Einschnaufen, hohes Brett. Ausschnaufen, absenken. Einschnaufen, Kobra. Ausschnaufen, Down Dog. Einschnaufen, links Bein hoch, Down Dog Split. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte öffnen, das Knie weit nach oben ziehen.
rechte Fasse Richtung Matte sinken lassen und schauen auch hier wieder, dass die Schultern auf der gleichen Höhe sind. Genau, die linke Schulter noch ein bisschen mehr absenken. Ausschnaufen, den linken Fuß nach vorne, Fußgelenk unter das Knie. Einschnaufen, das Brustbein an, über den langen Rücken. Ausschnaufen, rotiert die Winkel, rechte Hand auf die Matte, linke Arm nach oben, ziehe die Schultern übereinander. Rechte Ferse nach hinten rutschen. Vielleicht müssen wir mit dem rechten Fuß ein bisschen zurückrutschen. Schaut, dass die Hüfte parallel ist. Die linke Hüfte ein bisschen absenken. Die rechte Hüfte ein bisschen höher. Und dann lehnt richtig zurück. Vom Gefühl her, das Brustbein richtig die Decke wollen öffnen. Vielleicht den Blick offen zu den Fingerspitzen noch für einen Einatmen. Vielleicht noch ein bisschen mehr zurücklehnen. Ausschnaufen, linke Hand auf die Matte. Einschnaufen, das Brustbein anheben, auf die Fingerspitzen kommen. Ausschnaufen, vorne schließen. Rechte Fuß zum linken, Führerstrecke. Einschnaufen, die Arme über die Seite hochziehen. Ausschnaufen, Bergposition, Tadasana. Einschnaufen, im Stuhl, Beinbeugen, Arm hoch. Schaut mal kurz zu den Zehen runter. Schaut, dass ihr mindestens die grossen Zehen seht. Sonst müsst ihr das Gewicht ein bisschen mehr in die Fasse bringen. Das Brustbein leicht anheben, Bauchspannung aber behalten. Ziehen den Bauchnabel nach innen und offen. Nehmen die Hände in Vorbrust in Gebetsposition. Ausschnaufen, Twist nach rechts, linke Oberarm, rechte Oberschenkel. Bringen die rechte Schulter über die linke Lehne zurück. Und ziehen vielleicht die linke Hüfte noch ein bisschen weiter nach hinten. Und auch hier noch mehr aus dem Twist rauszuholen. Einschnaufen, zurückkommen in die Mitte, die Arme ausstrecken. Ausschnaufen, Twist nach links, rechte Oberarm, linke Oberschenkel. Linke Schulter über die rechte bringen. Auch hier die rechte Hüfte nochmal ein bisschen zurückziehen. Einschnaufen, zurückkommen in die Mitte, die Arme ausstrecken. Ausschnaufen, nach vorne abtauchen, die Hand auf die Matte. Einschnaufen, Brustbein anheben, flacher Rücken, Handflächen abstellen, ausschnaufen, zurücklaufen, zurückspringen, hohes Brett absenken. Einschnaufen, Cobra, wer will, kann in Abdog, so wie die Linie hier, ausschnaufen, Down Dog. Einschnaufen, Rechtsbein hoch, Down Dog Split. Ausschnaufen, Beinbeugen, Hüfte öffnen. Einschnaufen, das Bein wieder ausstrecken. Ausschnaufen, rechte Fuß nach vorne, Fußgelenk und das Knie. Einschnaufen, balancieren die Kriege 1. Hoch. Vor das Knie im Fußgelenk, schaut das Knie und Zehen gerade nach vorne zeigen. Das hintere Bein gestreckt, wenn ihr Druck im Unterrücken spürt, dann das hintere Bein ein bisschen beugen. Arm lang machen, die Schulter aber vor den Ohren wegbringen. Und können die kleinen Finger ein bisschen näher zueinander bringen als die restlichen Finger. Und haben dann mehr Platz im Schulterbereich. Und Blick geht nach vorne, den tiefen Atem immer noch beibehalten. Und nehmt von hier die Hand vor die Brust. Lehnt nach vorne, bringt das Gewicht in den rechten Fuß. Mit dem Hinterfuß abstoßen, kriegen drei. Vielleicht braucht es einen kleinen Zwischenschritt oder ihr geht direkt nach vorne. Brustbein leicht anheben. Und dann wählt ihr eure Armvariante. Könnt ihr die Hände auch behalten oder streckt sie zur Seite. Wer mehr schaffen möchte, nimmt sie gerade nach vorne. Und dann versucht mal, die rechte Hüfte zu der Wand hinter euch zu schicken. Und die linke Hüfte dafür ein bisschen mehr absenken. Beide Beine gestreckt. Noch ein Einatmen hier. Ausschnaufen, Standbein verbeugen, linke Fuß weit zurück auf die Matte. Einschnaufen, balancieren die Kriege 1, hoch. Ausschnaufen, Twist nach rechts, Arm auf Schulterhöhe, das Brustbein zur Seite öffnen. Dann kann er zweimal einschnaufen, zurück in die Mitte, Arm ausstrecken. Ausschnaufen, Twist nach rechts, noch einmal einschnaufen, zurück in die Mitte. Und ausschnaufen, Twist nach rechts, bleiben da, öffnet das Brustbein zur Seite. Macht euch von der Fingerspitze bis zu der Fingerspitze so lang wie möglich. Wer Balance herausfordern will, nimmt den Blick zurück zum rechten Daumen. Das hintere Bein immer noch gestreckt. Und dann stellt die hintere Hand auf den hinteren Oberschenkel ab. Einschnaufen zurücklehnen, den linken Arm am Ohr entlang ziehen. Ausschnaufen, rotiert die Winkel. Linke Hand auf den Boden, rechte Arm nach oben.
Man will gerade diesmal auch den rechten Arm am Ohr entlang ziehen, die Handfläche nach unten drehen, die kleinen Finger ein bisschen näher zum Boden bringen als die restlichen Finger, das hintere Bein aber immer noch gestreckt, auch hier die Hüfte parallel ausgerichtet. Vielleicht könnt ihr die rechte Hüfte ein bisschen absenken, die linke Hüfte ein bisschen höher bringen. Einschnaufen, den rechten Arm wieder nach oben ziehen, wenn ihr ihn am Ohr entlang habt, bringt das Gewicht dann in die linke Hand und das rechte Bein aufs linke. Wenn ihr jetzt Mühe habt, könnt ihr das untere Knie auf die Matte ablegen. Wer mehr möchte machen, nimmt das Oberbein in die Luft. Ihr könnt den Oberarm entweder gerade nach oben ausstrecken oder am Ohr entlang ziehen. Die Hüfte aber weit offen schicken. Die linke Schulter von den Ohren weg. Einschnaufen, den Arm wieder nach oben ziehen. Ausschnaufen ins hohe Brett. Von hier gerade zurückschieben in den Hund, der gegen Nabel schaut. Können entweder hier bleiben, durch eine Vinyasa, oder eine kurze Pause machen in der Kindsposition. Je nachdem, was ihr gerade braucht. Und sind wirklich ehrlich zu euch. Könnt jederzeit auch Pause machen. Treffen uns dann wieder im Hund, wo gegen Abend wird. Einschnaufen, links Bein hoch, Down-Dog Split. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte öffnen. Einschnaufen, Down-Dog Split, Bein gerade wieder ausstrecken. Ausschnaufen, linke Fuß nach vorne, Fußgelenk und das Knie. Einschnaufen, balancieren die Kegel 1, hochkommen. Schaut, dass ihr ungefähr hüftbreite Stand habt. Vorderes Knie über dem Fußgelenk, Knie und Zehenzähne gerade nach vorne. Wenn ihr Druck im Unterrücken spürt, dann das hintere Bein beugen und sonst könnt ihr es strecken. Blick nach vorne, Arm lang machen, die Schulter von den Ohren weg. Vielleicht die kleinen Finger ein bisschen näher zueinander bringen, um mehr Platz zu schaffen im Schulterbereich. Und immer noch den tiefen Atem und auf die Füße los. Nehmt von oben die Hand vor die Brust, in Gebetsposition, lehnt nach vorne. Gewicht in den linken Fuß, kriegt drei von hier. Vielleicht macht ihr einen kleinen Zwischenschritt oder kommt direkt nach vorne. Und wählt hier wieder eure Armvariante. Arm zur Seite oder gerade nach vorne ausstrecken. Brustbein leicht anheben. Versucht die linke Hüfte zu der Wand hinter euch zu schicken und für die rechte Hüfte ein bisschen abzusenken, sodass die Hüfte parallel ist. Für einen Einatmen alles hier in die Länge ziehen. Ausschnaufen, Stand bei beugen, rechten Fuß weit zurück auf die Matte. Einschnaufen, balancieren die Kegel 1, Arm hochziehen. Ausschnaufen, Twist links, Arm auf Schulterhöhe. Gehen noch zweimal mit dem Atem. Einschnaufen, in die Mitte, die Arm hochziehen. Ausschnaufen, Twist links. Einschnaufen, Mitte. Und ausschnaufen, Twist links, da bleiben, das Brustbein zur Seite öffnen. Macht euch lang von der Fingerspitze bis zu der Fingerspitze. Vielleicht geht der Blick sogar zurück zum linken Daumen, wenn ihr Balance wollt herausfordern. Stellt dann die hintere Hand auf dem hinteren Oberschenkel ab. Einschnaufen zurück, lehne rechte Arm am Ohr entlang ziehen. Ausschnaufen, rechte Hand auf den Boden, linke Arm nach oben. Wer will, kann auch hier wieder den Oberarm am Ohr entlang ziehen, die Handfläche nach unten drehen, die kleinen Finger ein bisschen näher zum Boden bringen als die restlichen Finger. Das Hinterbein gestreckt und könnt euch von der Ferse hinten bis zu den Fingerspitzen führen, so lang wie möglich machen. Das Brustbein vom Gefühl her richtig Decke, wollen offen drehen. Einschnaufen, den linken Arm hochziehen, das Gewicht in die rechte Hand. Was ist das danach? Links Bein aufs rechte. Wählt hier wieder eure Variante. Immer die Möglichkeit, das untere Knie abzustellen, was obere Bein in die Luft will nehmen, sich noch ein bisschen mehr herausfordern möchte. Die rechte Hand gut in die Matte schieben. Nehmt die rechte Schulter von den Ohren weg. Die Hüfte weit, weit offen. Einschnaufen, linke Arm hochziehen. Ausschnaufen, hohes Brett. Bleibt noch für einen Einatmen. Hier das Brustbein leicht nach vorne schicken, die Fasse nach hinten. Ausschnaufen, Hund, wo gegen Abend. 3 bis 5 tiefe Atemzüge hier. Auch hier, wer in Bewegung will bleiben, kann durch eine Vinyasa gehen.
Wenn er Pause möchte machen, stellt neu ab und kommt in Kindsposition. Treffen uns dann alle wieder im Hund, der gegen Abend schaut. Ich schnuffe einen Blick nach vorne, zu den Händen, Beinen beugen, und schnuffe vorne laufen, vorne springen. Ich schnuffe flache Rücken, Brustbein anheben, ausschnuffen nach vorne, abtauchen. Ich schnuffe in den Stuhl, Beinen beugen, Arm hochziehen. Ausschnuffe, Twist nach rechts, linke Oberarm, rechte Oberschenkel. Wer diesmal tiefer möchte in den Twist, kann die Arme auch öffnen, den linken Arm zum Boden, den rechten Arm nach oben ausstrecken. Und vielleicht könnt ihr sogar versuchen, die Fingerspitze von der linken Hand auf den Boden zu bringen, indem ihr die Beine noch mehr beugt. Wenn ihr die Arme ausgestreckt habt, bringt ihr die Handflächen wieder aufeinander. Einschnuppen in den Stuhl, die Arme ausstrecken, zurück in die Mitte, ausschnuppen, Twist nach links, rechte Oberarm, linke Oberschenkel, Schulter übereinander, zurücklehnen, vielleicht nochmal die Arme öffnen, rechte Arm zum Boden, linke Arm nach oben. Vielleicht wenn die Beine sogar so fest beugen, bis die Fingerspitze auf den Boden kommen. Bringen die Handflächen dann wieder aufeinander. Einschnuppen in den Stuhl, die Arme ausstrecken. Ausschnuppen nach vorne, abtauchen. Einschnuppen flacher Rücken, Brustbein anheben, Handflächen abstellen. Ausschnuppen zurücklaufen, zurückspringen, Hosenbrett absenken. Einschnuppen Cobra. Oder Abdog, ausschnuffen, Down Dog. Einschnuffen rechts bei hoch, Down Dog Split. Ausschnuffen Bein beugen, Hüfte öffnen. Einschnuffen Down Dog Split, Bein wieder ausstrecken. Ausschnuffen rechten Fuß nach vorne, Fußgelenk und das Knie. Einschnuffen balancieren die Gegen 1 hoch. Und dann schaut, dass ihr wirklich einen hüftbreiten Stand habt. Vielleicht den rechten Fuß ein bisschen nach rechts nehmen. Und dann könnt ihr den hinteren Fuß vorne stellen, einen 45-Grad-Winkel. Die Hände hinter dem Rücken verschränken. Einschnuppen die Schultern zurückrollen, das Brustbein anheben. Ausschnuppen Humble Warrior. Kommen nach vorne, bringen die rechte Schulter zum rechten Knie oder innen ans rechte Knie. Gehen noch zweimal mit dem Atem. Einschnuppen hoch, die Hände nur noch verschränkt, halten, das Brustbein anheben. Ausschnuppen, Humble Warrior. Gerade noch einmal, einschnuppen hoch, ausschnuppen, Humble Warrior. Bleibe diesmal ein bisschen länger da. Schaut jetzt, dass die rechte Hüfte nicht nach außen kippt. Ziehen die wie unter euch drunter, schicken sie nach hinten und links. Nacken entspannt, Kopf könnt ihr hier einfach hängen lassen. Ziehen die Arme wie von euch weg. Haltet die Hände immer noch verschränkt. Hebt das Brustbein wieder leicht an. Bringt das Gewicht nach vorne in den rechten Fuß. Kriegt drei mit verschränkten Armen hinterm Rücken. Nicht ganz einfach für die Balance. Wenn es zu viel ist für die Schultern, jederzeit auch die Hände lösen. Auch hier das Brustbein leicht anheben. Die rechte Hüfte nach hinten schicken, die linke Hüfte ein bisschen absenken. Dann dünn von hier die Hände lösen für eine Einatmung zur Seite oder nach vorne ausstrecken. Ausschnaufen, stellen wir auf, ziehen das linke Knie nach vorne, ziehen den Arm nach oben, einatmen, links Knie richtig Brust ziehen. Und ausschnaufen, gehen in den Twist nach rechts, Arm auf Schulterhöhe, das linke Knie hochhalten. Einschnuppen zurück in die Mitte, die Arme ausstrecken. Und ausschnuppen, Twist nach links, könnt jetzt die rechte Hand außen ans linke Bein nehmen. Und könnt euch hier wie in der Twist mit dir von innen helfen, indem ihr mit der rechten Hand gegen das Bein drückt. Wer weiter möchte gehen, kann die Aussenseite vom Fuß greifen und das Bein ausstrecken. Müsst ihr aber nicht machen. Vielleicht wollt ihr die Balance herausfordern, den Blick zurücknehmen zum linken Daumen. Wenn ihr rausgeht, macht das gar nicht. Einfach lachen, wieder zurückkommen. Eine ganz einfache Position hier. Gehen von hier dann in rotierten Halbmond.
Ziehen zuerst den linken Arm nach oben. Ausschnaufen den linken Arm am Ohr entlang, rotierten Halbmond. Linke Hand auf den Boden, rotierte Halbmond. Genau, rechte Arm nach oben. Sehr schön. Auch hier sind wir wieder im Twist. Beide Beine strecken. Schulter übereinander. Alles in die Länge ziehen, für einen Einatmen noch hier bleiben. Bleiben in diesem Twist und stellen den linken Fuß weit zurück auf die Matte. Rotierte Winkel. Können hier bleiben. Wer möchte, geht ins Wild Thing. Bringt das rechte Bein hinter das linke. Schiebt die Hüfte hoch, findet den Backbend. Einschnaufen, den linken Arm wieder hochziehen zur Decke. Ausschnaufen, hohes Brett. Absenken auf die Matte. Einschnaufen, Cobra. Und ausschnaufen, Down Dog. Machen jetzt noch einen Twist, bevor wir die zweite Seite machen. Laufen mit den Füßen ein bisschen nach vorne. Wenn ihr die Fersen auf die Matte könnt bringen, wird es ein bisschen einfacher für die Balance. Könnt ihr auch ein bisschen mehr nach vorne laufen als die Lenya hier. Bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Dann nehmt die rechte Hand außen ans linke Bein. Blick geht unter der linken Achsel, auf zur Decke, die linke Hand gut in die Matte schieben und mit der rechten Hand könnt ihr euch zum Bein anziehen. Vielleicht könnt ihr sogar den rechten Arm beugen, zum tiefer in den Twist gehen. Ausschnaufen, Seite wechseln, rechte Hand auf die Matte, linke Hand zum rechten Bein, Blick unter der rechten Achsel, auf zur Decke. Vielleicht mit der rechten Hand auch noch näher zu den Beinen ziehen, die linke Hand. Die rechte Hand gut in die Matte schieben. Ausschnaufen, lösen. Linke Hand zurück auf die Matte. Laufen die paar Zentimeter wieder zurück mit den Füßen. Vielleicht wollen wir eine kurze Pause machen oder gehen durch eine Vinyasa, bevor wir die zweite Seite machen. Treffen uns dann im Hund, wo gegenüber. Einschnaufen, das linke Bein hochziehen, Down Dog Split. Ausschnaufen, Bein beugen, Hüfte öffnen. Einschnaufen, Down Dog Split, das Bein wieder ausstrecken. Ausschnaufen, linke Fuß nach vorne, Fußgelenk unter das Knie. Einschnaufen, balancieren die Gegen 1, hochkommen. Schaut, dass ihr hüftbreit steht, sodass ihr einen guten Stand habt. Vor das Knie beim Fußgelenk könnt ihr den hinteren Fuß dann ein bisschen nach vorne stellen, sodass ihr den ganzen Fuß abstellen könnt. Die Hände hinter dem Rücken verschränken und nehmen diesmal den anderen Daumen oben drüber. Die ungewohnte Variante. Einschnaufen die Schulter zurück, rollen das Brustbein anheben. Ausschnaufen, Humble Warrior. Gerade noch zweimal mit dem Atem. Einschnaufen, hochkommen. Ausschnaufen, Humble Warrior. Bleiben. Ein bisschen länger hier. Und ziehen die Arme nach vorne, Nacken entspannt, Kopf hängen lassen. Und schaut auch hier, dass ihr die linke Hüfte unter euch drunter behaltet. Und schickt ihr nach hinten und nach rechts. Nacken entspannt, Kopf hängen lassen. Haltet die Hände immer noch verschränkt, das Brustbein leicht anheben. Das Gewicht nach vorne in den linken Fuß. Kriegen 3. Für was zu viel ist in der Schulter, die Hände jederzeit lösen. Brustbein leicht anheben, schicken die linke Hüfte nach hinten und senken die rechte Hüfte. Bitz mehr ab. Zehen vom rechten Fuß zeigen gerade nach oben. Und dann könnt ihr von dort die Hände lösen, auf einen Einatmen, Arm zur Seite oder gerade nach vorne ausstrecken. Einschnaufen hoch und Arm hochziehen, rechts Knie richtig Brust bringen. Ausschnaufen, Twist nach links. Arm auf Schulterhöhe, behaltet das rechte Knie hoch. Einschnaufen, zurück in die Mitte. Ausschnaufen, Twist nach rechts. Ihr könnt diesmal die linke Hand außen ans rechte Bein nehmen und euch in den Twist reinhelfen. Wer will, kann auch dort Aussenseite vom Fuß greifen und das Bein ausstrecken, wer weiter möchte gehen. Das Bein muss auch nicht ganz gestreckt sein. Einfach so, wie es sich gut anfühlt. Denkt daran, könnt jederzeit auch in der ersten Variante bleiben. Gehen von hier in rotierten Halbmond.
Ist nur für den rechten Arm hochziehen, Arm Ohr entlang abstellen. Linke Arm nach oben twisten. Das Brustbein zur Seite öffnen. Beide Beine strecken. Für ein Einatmen alles in die Länge ziehen. Lang machen. Ausschnaufen, rotiert die Winkel, landen. Behalten den Twist bei. Stellt den rechten Fuß weit zurück auf die Matte. Rechte Hand auf den Boden. Linke Arm nach oben. Könnt hier bleiben. Oder ins Wildfing. Links Bein hinter strecken. Hüfte hochschicken. Backbend finden. Einschnaufen, den linken Arm wieder aufziehen zur Decke, ausschnaufen, hohes Brett, absenken auf die Matte. Einschnaufen, Cobra, und ausschnaufen, Down Dog. Haben noch eine letzte stehende Sequenz vor uns. Kommen wir nochmal ganz bewusst zum vertieften Atemzug, falls wir ihn verloren haben. Alle 10 Finger gut in die Matte schieben, auch Zeigefinger, Daumen gut verankern. Platz machen im Nacken, die Schultern vielleicht zurückrollen, die Sitzbeinhöcker nach oben schicken. Einschnaufen, Blick nach vorne, Beine beugen, ausschnaufen, vorne laufen, vorne springen. Einschnaufen, flacher Rücken, ausschnaufen, lösen. Einschnaufen, Stuhl, Beine beugen, Arm hochziehen. Ausschnaufen, Twist rechts. Bleibt diesmal gerade hier, nehmt den Blick nach oben, zum rechten Fuß. Wenn ihr die Knie beieinander behaltet, wird es ein bisschen einfacher und dann zieht die linke Ferse Richtung Gesäß hoch. Könnt hier bleiben, wer Balance hat, kann versuchen, das linke Bein langsam nach hinten auszustrecken und den Fuß abzustellen. Standbein noch beugt, das linke Bein so gut wie es geht strecken. Von hier dann den linken Fuß weit zurück auf der Matte abstellen. Bleibt noch in diesem Twist. Rollt die rechte Schulter über die linke. Wer noch mehr möchte, kann sogar die Arme ausstrecken, um noch tiefer zu gehen in diesen Twist. Die linke Arm zum Boden, den rechten Arm nach oben ziehen. Wenn ihr die Arme ausstreckt, nehmt die Handflächen wieder aufeinander. Mit dem Einschnaufen kommen wir hoch in balancierende Krieger 1, Arm ausstrecken. Ausschnaufen, Krieger 2, landen. Vielleicht mal noch die Fußposition ein bisschen anpassen. Oft ist der Stand ein bisschen breiter im Krieger 2 als im Krieger 1. Wichtig hier, das Vorderknie beim Fußgelenk, Knie und Zehen zeigt gerade nach vorne. Arm auf Schulterhöhe. Macht euch auch hier wieder lang von der Fingerspitze bis zu der Fingerspitze. Die Schulter aber vor den Ohren wegbringen. Bleiben im Schulterbereich ganz entspannt. Blick nach vorne über Zeigefinger und Mittelfinger. Dünn wie einen Punkt vorfixieren. Ganze Konzentration zu dem einen Punkt bringen. Dreht von hier dann die rechte Handfläche nach oben. Einschnaufen, zurücklehnen. Umgekehrt die Krieger. Linke Hand hinter dem Rücken. Rechte Arm am Ohr entlang ziehen. Schaut, dass das rechte Knie nicht nach innen kippt. Schickt das aktiv nach rechts über. Ausschnaufen in Winkel, rechte Hand auf den Boden, linke Arm nach oben. Könnt auch hier den Unterarm auf dem Oberschenkel abstellen. Lenja zeigt es kurz vor, genau. Ein bisschen einfachere Variante, vielleicht ein bisschen angenehmer auch zum Brustbein öffnen. Wer will, kann die rechte Hand natürlich auf dem Boden behalten. Wichtig hier, schickt die rechte Hüfte nach hinten und nach links. Lasst ihr nicht nach außen kippen mit dem rechten Oberarm. Könnt das rechte Knie nach rechts schieben. Das vordere Knie soll wegen über dem Fußgelenk bleiben. Die Aussenseite vom hinteren Fuß gut in die Matte schieben. Wer will, zieht den linken Arm am Ohr entlang. Ein bisschen anstrengend auf die Schulter. Wenn es zu viel sollte sein, behaltet den Arm auch wieder nach oben ausgestreckt. Dann fangt von hier an, nehmt zuerst den linken Arm wieder auf und fangt als Vorderbein strecken, könnt dann die rechte Hand aufs Schienbein nehmen. Nehmt die rechte Hand wirklich so weit offen, dass ihr die Schultern übereinander könnt bringen, das Brustbein zur Seite könnt öffnen, Blick vielleicht offen zu den Fingerspitzen und auch hier nochmal vom Gefühl her das Brustbein Richtung Decke bringen. Wenn auch hier wie einen leichten Twist in unsere Wirbelsäule bringen. Immer noch eine tiefe Atem fließen lassen.
Einschnaufen hochkommen, beide Arme hochziehen, behalten die Beine gestreckt, ausschnaufen die Hände zu den Hüften, drehen die Zehen vom rechten Fuß 90 Grad nach innen, grosse Zehen zeigen leicht zueinander. Einschnaufen die Schultern zurückrollen, die Ellbogen hinter dem Rücken zusammenziehen, das Brustbein leicht anheben, ausschnaufen nach vorne, abtauchen, die Hände auf die Matte. Einschnaufen nochmal Länge finden im Rücken, ausschnaufen, lösen, Prasarita, Padottanasana. Und wählt hier eure Lieblingsarmvariante. Ihr könnt die Hände auf den Boden schieben, die Ellbogen zueinander ziehen, wer will, kann Fußgelenk greifen oder die Arme nach vorne, nach hinten ausstrecken. Schicke die Sitzbeuge offen zur Decke, das Gewicht gleichmäßig in Zehen und Fasern verteilen. Einschnaufen, das Brustbein wieder anheben. Nehmt die linke Hand unter das Gesicht. Einschnaufen, den rechten Arm hochziehen, twisten, Schultern übereinander zurücklehnen. Vielleicht den Blick auf zu den Fingerspitzen. Wer will, kann die rechte Hand hinterm Rücken durchnehmen und den linken Oberschenkel greifen oder die Hand auf dem Unterrücken platzieren. Rollt die Schultern übereinander. Linke Hand gut im Boden schieben, linke Arm ist gestreckt. Wenn ihr die Hand hinterm Rücken habt, streckt den Arm wieder nach oben aus für einen Einatmen. Ausschnaufen, rechte Hand auf die Matte, lauft nach vorne zum vorderen Mattenrand. Alle 10 Zehen nach vorne drehen, wie ein Sprinter am Start ausrichten. Einschnaufen, das Brustbein anheben. Ausschnaufen, Standing Split, das Gewicht in den rechten Fuß, linke Bein nach oben ziehen. Ziehen die Zehen vom linken Fuß weit offen, beide Beine so gut wie es geht strecken. Wer will, kann mit der rechten Hand das rechte Fußgelenk greifen. Das rechte. Oder vielleicht sogar beide. Bein zum Fußgelenk bringen. Ihr könnt natürlich auch das obere Fußgelenk greifen. Ein bisschen schwieriger, aber auch möglich. Wenn ihr das Fußgelenk greift, langsam los, stellt beide Hände ab, zieht das linke Bein nochmal weit auf und mit dem Ausschnaufen Standbein beugen und stellt den linken Fuß ungefähr einen Meter zurück auf die Matte. Einschnaufen hochkommen, beide Arme hochziehen, das vordere Bein verstrecken. Nehmt den Hand zu den Hüften und schickt die rechte Hüfte ein bisschen zurück, die linke Hüfte nach vorne, wenn die Hüfte hier parallel haben. Die rechte Hand könnt ihr an der Hüfte behalten und behaltet die Bewegung ziehen bei. Behaltet mit der rechten, ziehen mit der rechten Hand die rechte Hüfte leicht nach hinten. Einschnaufen, den linken Arm hochziehen. Ausschnaufen, rotiert das Dreieck, linke Hand auf den Boden, rechte Arm nach oben. Wenn ihr keinen Block habt, wird es sehr schwierig, die Hand außen am Fuß zu platzieren. Nehmt sie vielleicht lieber innen am Fuß. Wenn es natürlich möglich ist, könnt ihr auch die Hand außen platzieren oder wenn ihr einen Block habt, die Hand auf dem Block platzieren. Und dann bringt die Schultern übereinander. Schickt die rechte Hüfte immer noch zurück, beide Beine gestreckt. Setzt die hintere Fasern vom Boden weg. Stellt den hinteren Fuß ein bisschen nach vorne. Bleiben noch für einen Einatmen. Nochmal öffnen. Ausschnaufen, hohes Brett. Absenken auf die Matte. Ganz langsam kontrolliert. Können dann gerade auf der Matte liegen bleiben. Die Hände hinter dem Rücken verschränken. Einschnaufen in die Heuschrecke hoch. Brustbein und Beine anheben. Länge finden im Rücken. Scheitel vom Kopf zieht nach vorne. Zehenspitze nach hinten, gut Bauchspannung behalten. Bleiben noch für einen Einatmen, alles in die Länge ziehen. Und ausschnaufen, zurückschieben, den Hund, der gegen Narben schaut. Machen wir gerade die zweite Seite. Einschnaufen, Blick nach vorne zu der Hand. Beine beugen, ausschnaufen, vorne laufen. Vorne springen. Einschnaufen, flachen Rücken. Ausschnaufen, lösen. Einschnaufen im Stuhl, Beine beugen, Arm hochziehen. Ausschnaufen, Twist nach links, zweite Seite, rechte Oberarm, linke Oberschenkel. Rollen die Schultern übereinander. Nehmen den Blick nach oben zum linken Fuß
Ein bisschen einfacher, wenn ihr die Knie gegeneinander presst, bringt das Gewicht in den linken Fuß und zieht dann die rechte Ferse. Richtig sehr. Könnt ihr bleiben? Wer Balance hat, kann versuchen, das rechte Bein nach hinten auszustrecken. Ohne den Fuß abzustellen. Standbein und noch Beine, das rechte Bein lang machen. Von hier dann langsam kontrolliert. Rechte Fuß weit zurück auf die Matte bringen. Bleibt noch in diesem Twist. Rollt die linke Schulter über die rechte. Wer auf der anderen Seite den Arm ausgestreckt hat, kann hier nochmal Arm ausstrecken. Rechte Arm zum Boden, linke Arm nach oben. Das hintere Bein noch gestreckt, schickt die Fersen nach hinten. Und dann bringt die Handflächen wieder aufeinander, falls ihr den Arm ausgestreckt habt. Mit dem Einschnuppen balancieren die Krieger 1 hoch, hoch. Ausschnuppen Krieger 2. Landen. Arm auf Schulter. Fußposition anpassen, dass wenn ihr ein bisschen breiter steht. Links Knie über dem Fußgelenk. Schaut, dass das Knie nicht nach innen kippt. Armstrecke lang machen. Schulter aber vor den Ohren wegbringen. Bleibt entspannt in die Schulter. Blick nach vorne über Zeigefinger und Mittelfinger. Einen Punkt vor euch fixieren. Ganze Konzentration auf den einen Punkt. Immer noch den tiefen Atem. Beibehalten. Dreht die linke Handfläche nach oben. Einschnaufen zurücklehnen. Rechte Hand hinter dem Rücken. Linke Arm am Ohr entlang ziehen. Schaut, dass das Knie nicht nach innen kippt. Ausschnaufen in Winkel. Entweder den Unterarm ablegen oder die linke Hand auf den Boden bringen. Den rechten Arm will am Ohr entlang ziehen, wenn sich das gut anfühlt für die Schultern. Schaut, dass ihr die Aussenseite vom hinteren Fuß immer noch gut in die Matte schiebt. Und ganz wichtig, haltet das vordere Knie über dem Fußgelenk. Vielleicht mit dem linken Oberarm sogar das Knie bis auf die Seite schieben. Linke Hüfte nach hinten und nach rechts. Einschnaufen den rechten Arm wieder hochziehen. Fangen an, das vordere Bein zu strecken. Dreieck. Nehmen die linke Hand auf das Schienbein auf. So weit auf, dass ihr die Schultern übereinander bringen könnt. Wer will, nimmt den Blick auf zu den Fingerspitzen. Linke Hüfte leicht nach hinten und rechts schicken. Einschnaufen, hochkommen. Beide Arme nach oben ziehen. Dreht die Zehen vom linken Fuß 90 Grad nach innen. Grosse Zehen zeigen. Leicht zueinander die Hände hinter dem Rücken verschränken diesmal. Einschnaufen die Schultern zurückrollen, das Brustbein anheben. Ausschnaufen nach vorne. Abtauchen. Prasarita Paratonasana. Zieht die Arme von euch weg. Wenn es zu viel ist für die Schulter, jederzeit die Hände lösen. Auch hier wird das Gewicht gleichmäßig in Zehen und Fasern verteilen. Nacken entspannt. Kopf könnte hängen lassen. Und ausschnaufen, alle die Hände lösen, auf den Boden bringen. Einschnaufen das Brustbein anheben, nehmen die rechte Hand unter das Gesicht. Einschnaufen den linken Arm hochziehen, Twist zur Seite, Schulter übereinander, rechte Arm strecken. Wer will, nimmt die linke Hand wieder hinterm Rücken durch. Greift vielleicht sogar den rechten Oberschenkel. Und vom Gefühl her, das Brustbein Richtung Decke öffnen. Einschnaufen, den linken Arm wieder ausstrecken, nochmal zurücklehnen. Ausschnaufen, linke Hand auf die Matte, läuft mit der Hand nach vorne zum linken Fuß. Alle Zehen nach vorne drehen, wie ein Sprintarmstatus, richtig, das Brustbein anheben. Einschnaufen hier. Ausschnaufen, Standing Split, Gewicht in den linken Fuß, das rechte Bein nach oben ziehen. Und wählt auch hier wieder eure Variante. Vielleicht wenn das Fußgelenk greifen. Vielleicht behaltet ihr die Hände auf dem Boden. Einschnaufen, das rechte Bein nochmal weit aufziehen. Ausschnaufen, Standbein verbeugen, rechten Fuß ungefähr einen Meter weit zurück auf die Matte abstellen. Einschnaufen, hoch und Arm nach oben ziehen. Das vordere Bein strecken. Ausschnaufen, die Hände zu den Hüften. Schaut auch hier, dass die Hüfte parallel ist. Verwende den Stand auch noch ein bisschen kürzer zu nehmen. Schicke die linke Hüfte nach hinten, die rechte Hüfte nach vorne. Behaltet die linke Hand gerade hier und ziehend nach hinten, sprechen mit dem Einatmen den rechten Arm hoch. Ausschnaufen können wir ins rotierte Dreieck. Rechte Hand innen oder aussen am Fuß platzieren.
Vielleicht Hand auf den Block bringen, wenn ihr auf den Block Hand macht und einiges atmen. Haltet das Bein, dass ihr die linke Hüfte nach hinten ziehen, so dass die Hüfte ungefähr parallel ist. Wenn die hintere Phase wegkommt, macht den Stand einfach kürzer, der muss gar nicht so groß sein. Für eine Einatmung noch hier bleiben. Linke Schulter über die rechte. Ausschnaufen, hohes Brett. Absenken, auf die Matte. Einschnaufen in Kobra, Schulter zurückrollen. Ausschnaufen in Hund, der gegen runter schaut. Letzte Hund von heute. Vielleicht wollen wir hier noch mal Laufbewegungen machen. Was sich gut anfühlt in diesem letzten Hund. Einschnaufen, Blick nach vorne, nähe zu der Hand. Ausschnaufen, vorne laufen, vorne springen. Einschnaufen, flacher Rücken. Ausschnaufen, lösen. Einschnaufen, Stuhl, Bein beugen, Arm hochziehen. Und dann von hier die Beine noch ein bisschen mehr beugen. Noch ein bisschen mehr beugen. Und noch ein bisschen mehr beugen, bis auf die Matte können Sie sitzen. Kommen direkt in die Bootsposition. Könnt die Beinbeuge behalten, wenn es zu viel ist oder der Druck im Unterrücken spürt, stellt die Hand hinter euch ab. Wenn ihr immer noch Energie habt und mehr wollt machen, streckt die Beine aus. Nehmt dann die Handflächen aufeinander, verschränkt die Finger bis auf die Zeigefinger, könnt die Arme ausstrecken. Ausschnaufen, Rotation nach rechts. Einschnaufen in die Mitte. Ausschnaufen, Rotation nach links. Einschnaufen, Mitte. Gehen gerade noch einmal ausschnaufen nach rechts. Einschnaufen, Mitte. Ausschnaufen nach links. Einschnaufen, Mitte. Das Brustbein noch mal ein bisschen anheben. Können hier bleiben, wer es anstrengender möchte machen, kommt ins halbe Boot. Bleiben noch für 5, 4, 3, 2, und 1, lösen, könnt auf den Rücken gerade abblicken. Behaltet die Beine beugt, Hand zu den Knäuel, macht einen kleinen Kreis über den Unterrücken. Ein bisschen lösen. Und wenn ihr einen Kreis macht, einmal die Richtung wechseln. Und dann könnt ihr die Arme auf Schulterhöhe ausstrecken. Und lasst die Knäuel gerade nach rechts fallen. Leg nach links. Wer will, nimmt die rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Beide Schulterblätter richtig Matte sinken lassen. Einschnaufen, zurückkommen in die Mitte. Und ausschnaufen, Knie nach links, Blick nach rechts. Vielleicht die linke Hand auf den rechten Oberschenkel bringen. Auch hier beide Schulterblätter richtig Matte sinken lassen. Einschnaufen, zurückkommen in die Mitte. Nehmen die Hand unter die Knie. Rollen ein paar Mal über die Wirbelsäule hin und her, bis ihr genug Schwung habt, um nach oben zu kommen. In eine sitzende Position. Könnt von hier das rechte Bein gerade nach vorne ausstrecken. Man will auf der Decke drauf sitzen. Das rechte Bein ausstrecken. Das linke Bein könnt ihr aufgestellt halten und dann nehmt den linken Fuß aus ans rechte Bein. Könnt hier bleiben. Man will das untere Bein auch beugen. Und dann stellt die linke Hand hinter euch ab. Einschnaufen, den rechten Arm hochziehen, lang machen, ausschnaufen, Twist nach links, rechte Oberarm, linke Oberschenkel. Versucht jetzt wirklich die Länge in der Wirbelsäule beizubehalten. Ihr könnt mit der linken Hand auch etwas helfen, indem ihr, dass ihr euch aufrecht halten könnt. Bleibe hier für ein paar tiefe Atemzüge. Vielleicht mit jedem Einatmen, wie noch ein bisschen mehr Länge finden. Und mit dem Ausatmen noch ein bisschen tiefer in den Twist hineingehen. Ausschnaufen, lösen, nehmt die Hand nach rechts über.
dann durch sanft vorne abbeugen, Gegenbewegung. Einschnaufen zurückkommen in die Mitte, die Hände hinter euch abstellen, rollt hinter die Sitzbeinhöcke und wechselt die Position von den Beinen. Das untere Bein kann gestreckt bleiben oder ihr beugt. Stellt dann die rechte Hand hinter euch ab. Einschnaufen den linken Arm hochziehen, ausschnaufen Twist nach rechts, linke Oberarm, rechte Oberschenkel. Und haltet länger in den Wirbelsäule bleiben. Mit jedem Einatmen vielleicht noch ein bisschen länger warten. Und mit dem Ausatmen ein bisschen tiefer in den Twist hinein. Ausschnaufen, lösen, nehmen die Hand nach links über, sanft vorne abbeugen. Einschnaufen zurück in die Mitte, die Hand hinter euch abstellen, rollt nochmal leicht zurück und dann wählt euer Lieblings-Forward-Fold. Ihr könnt die Beine nach vorne ausstrecken, die Fußsohle aufeinander nehmen oder die Beine zur Seite ausstrecken. Schaut, dass ihr aufrecht könnt sitzen, mit dem Einatmen lang werden und mit dem Ausschnaufen nach vorne abtauchen. Bleibe hier für ein paar Atemzüge. Halte den tiefen Atem noch bis Shavasana bei. Ihr dürft hier gar nicht groß in die Position reinziehen, sondern es langt, wenn ihr eigentlich zu dem Punkt geht, wo ihr die erste Dehnung spürt. Wird ihr niemals schwarz haben. Einschnaufen, das Brustbein leicht anheben. Ausschnaufen, langsam zurück und nach oben. Wenn ihr die Beine geöffnet habt, nehmt die Hand zu den Knien, bringt die Knie wieder zueinander, könnt alle die Füße hüftbreit aufstellen. Die Hand hinter euch und so wie eine Scheibenwischer von rechts nach links gehen. Und untere Rücken ein bisschen lösen. Dann kommen wir zurück in die Mitte, wenn ihr auf der Decke sitzt, nehmt die Decke weg. Und dann könnt ihr euch von hier auf den Rücken ins Shavasana, in die Endentspannung ablegen. Wenn ihr noch eine Position habt, die ihr vor dem Shavasana wollt machen, macht ihr. Sonst könnt ihr euch ganz bequem ablegen. Ihr könnt beide zu breit nehmen als Hüftbreit, sicher zur Seite fallen lassen. Nehmt die Arme am Körper entlang, drei Handflächen nach oben, dort wollen das Brustbein nochmal anheben, die Schulter unter den Körper drunter schieben und können die Augen dann schließen. Nehmt nochmal eine richtig tiefe Einatmung, Lunge füllen, Atem halten und übers Maul komplett ausatmen. Kann noch einmal tief einatmen, Lunge füllen. Atem halten und übers Maul komplett ausatmen. Kommt zurück zu eurem natürlichen Atem. Das ganze Gewicht auf die Matte abgeben. Und hier noch einen Moment von der Ruhe genießen. Und könnt hier so lange wollt liegen bleiben. Gar nichts an das er denken oder machen wird, sondern hier einfach nochmal ganz bewusst im Moment von der Ruhe genießen, bevor dann wieder zurück in den Alltag gehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und lasse euch im Shavasana liegen. Ihr könnt so lange hier liegen bleiben, wie sich's für euch gut anfühlt. Ich hoffe, ihr habt die Yoga-Praxis mit mir geniessen können und ich freue mich auf die nächste Stunde mit euch.